Hey, wer hat Verdammt. Dich reingelassen? Ah! Oh, Misia! Nein, nein! Ich mach dich fertig! Lass sie in Ruhe! Okay, Sophia. Bitte, nimm ihn runter. Geht's dir gut? Danke. Verdammt, Drecksgesia. Hugo, es ist vorbei. Ich konnte nichts tun. Schon gut. Du hast das Richtige getan. Uns machen lassen. Wir müssen weiter. Komm. Wie geht's dir, Sophia? Ich hatte mir versprochen, das nie mehr zu tun. Tut mir leid, aber ich bin froh darüber. Ja, gut. Versuch einfach am Leben zu bleiben. Ja, ich gebe mein Bestes. Gehen wir weiter. Hey, okay. Wir gehen weiter. Sophia, gefällt das nicht. Und? Schon alle überprüft? Fast. Du hattest recht. Einer lebte noch. Lass uns gehen, ich will nicht wie Dias enden. Und warum einer lebte ist das Gitter noch nicht oben? Hey, öffnet das verdammte Tor! Ich werde gehen. Ihr könnt euch im Karren verstecken. Aber was ist mit dir? Mann, was macht er denn? Unglaublich! Der kriegt einen Arschtritt! Ja, das wurde aber auch Zeit! Ich glaube, sie kommt nicht mit. Was? Sie kommen. Sophia hat uns allein gelassen. Oh nein, nicht jetzt. Nein, zu früh. Sie sind zu früh. Macht schon! Bewegt euch! Komm schon, hier rauf. Setz den Graben in Brand! Wir brauchen Zeit! Ich werde zur Kapelle gehen! Ich schließe die Blutlinie! Es sind so viele. Ich habe sie hergebracht. Das spielt jetzt keine Rolle, Hugo. Keine Panik. Denk nach. Sieh dich um. Okay. Also wir brauchen Lichtquellen. Was jetzt? Hey, hier. Sophia. Da bist du ja. Ha, was sie kommt doch noch mit. Passiert? Es ist gut. Schlimm, Sophia. Siehst du einen Ausweg? Mit den ganzen Viechern? Nein. Naja, vielleicht. Aber das wäre... Ah, vergiss es. Entweder es klappt, oder ich bin tot. Ich kann nicht fassen, dass ich das mache. Das Ding ist unglaublich. Ja, mein größter Schatz. Ich war mir nicht sicher, ob es genug Licht aus dem Feuer bündeln würde. Ist aber mutig, dass du dann einfach runterspringst. Kommt runter. Ja. Gut, dass du wieder da bist. Ja. Danke. Ich gab dir mein Wort. Ich kann uns drei damit schützen, aber ich brauche noch ein Feuer, um uns durch diese Hölle zu führen. Ja, kein Problem. Wir können hier Feuer anmachen. Das überlasse ich euch. Sag mir einfach, zu welchem Feuer du willst und wann ich aufhören soll. Ja. Vertrau mir. Okay, wir wollen zu diesem Feuer. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt bei mir. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Kapelle liegt hinter diesem Graben, stimmt's? Stimmt. Und wir müssen irgendwie rüber. So, warte. Kann ich... Hör doch mal auf. Wie kann ich aufhören? Hey, lass gut sein. Na gut. So. Jetzt einmal hier anmachen. Das war ja mal gar nicht gut. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe. Ja. Wir machen Fortschritte. Wie könnt ihr so ruhig bleiben? Wir kennen das schon. Natürlich, dumme Frage. Bleib mal hier.
Sophia, warne uns den Weg! Bleibt bloß alle im Licht! So. Du kannst aufhören. Gebongt. Gebongt. So, nehmen wir noch ein bisschen Loot mit. Loot, Loot, Loot. Loot, ganz Loot, Loot. Viel Feuer. Ich bahne uns einen Weg. So, hier kommen wir runter, ne? Was denn? Warum denn? Kann ich hier nicht durchlaufen? Okay, ich kann hier nicht durchlaufen. Ich bin verwirrt, warum komme ich hier jetzt nicht durch? Da ist doch, also... Ich bin extrem verwirrt. Oder? Meine Fresse, okay, ey, das war aber auch wieder eine schwere Geburt heute. Also mein Kopf ist nicht da, wo er sein soll. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja, gehen wir rüber. Bayona, Hallöchen. Was ist das denn für eine Wunderkerze? Ja, da ist, oh Gott, Notfall. Nein, falsche Taste. Zurück zum Spiel. Sie haben es auf uns abgesehen. Das sind die. Da werde ich drauf. Die verstecken sich dahinter. Die schnapp ich mir. Ich hab sie. Hier lang. Sie wissen Bescheid. Amicia! Okay. Warum sind denn da auch schon wieder? Von der Kapelle fern. Verstanden? Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja. Gehen wir rüber. Ja. Ist halt nur die Frage, wie? Weil hier sind ein paar Soldaten. Aber guck, also wir gucken mal, ob wir irgendwie, Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Warte mal. Thank you.
Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Echt? Dass ihr das schon mal durchgemacht habt, das hier ist noch schlimmer. Wie immer, wir schaffen das. Halt, geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Ich wollte es mal ausprobieren, wie weit ich laufen kann, aber anscheinend doch nicht so weit weg. Obwohl es schon strange ist, dass wir durch die Wände da das Prisma noch nutzen können. Haltet die Ratten so lange wie möglich von der Kapelle fern! Verstanden! Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird er tun? Ihr habt ihn gehört. Alle Wache halten. Und lasst das Fallgitter runter. Die Beschützerin wurde also dorthin gebracht. Ja. Gehen wir rüber. Ratten! Scheiß Ratten! Es ist alles wahr! Hat es für den Witz eines Irren gehalten? Tja, mir ist das Lachen vergangen. Okay. Also wir lassen das jetzt erstmal fallen. Das reicht nicht? Also manchmal ist es wirklich. Hätte ich jetzt mit dem Prisma wieder arbeiten müssen? Verstanden! Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Das geht nur den Sohn und mich was an. Was wird denn? Sie wissen von uns! Einmal die falsche Taste gedrückt. Ja, ja, komm, jetzt macht euer Ding. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Du bist so tot. Ja, nun komm. Laber nicht, mach. Nein. Ah, geht doch. Haltet die Ratten so lange wie möglich von der Kapelle fern. Verstanden? Direkt hinter diesem Fallgitter. Ich will nicht gestört werden. Will nicht gestört werden. Kann Hugo nicht mit den Ratten was machen? Bei uns hier oben ist ja kein Feuer. Na, aktuell kann ich nicht auf Hugo umschalten, witzigerweise. Ja, gehen wir rüber. Dass ich denen irgendwie sagen kann, hier, mach mal. Ratten, scheiß Ratten, es ist alles wahr. Hat es für den Witz eines Irren gehalten. Tja, mir ist das Lachen vergangen. So, deswegen würde ich jetzt nämlich mal gucken, dass wir hier das Feuer löschen. Also gut, überqueren wir wieder den Graben. Mit, dem da. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bloß alle im Licht. Lass mir allein! Ich sehe sie nicht mehr! Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt acht. Ja, kein Problem, weil wir sind ja jetzt in Sicherheit. Ihr werdet mir nicht entkommen! Sind wir leider schon, Freunde, weil ihr müsstet, wenn denn hier rüberkommt. Durch, oder? Mist, wie komme ich da jetzt hin? Gar nicht. Wenn wir jetzt eigentlich ihm sagen. Was ist das? Aha! Da! Da! Hast du auf uns abgesehen! Das geschieht dir recht. Okay.
Ich wollte eigentlich nur das Licht ausmachen. Tja. Kein Schritt weiter. Da! Was? Nein, lass doch. Okay, cool. So, haben wir auch. Zwar mehr schlecht als recht, aber wir haben's. Immerhin. Gibt's hier noch? Gibt's hier noch was? Was hier? Jo. Okay. Oder? Haben wir doch jetzt, oder? 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 Genau. So, da unten wollen wir nicht durch. Wir können ja hier oben durch. Nein, was machst du denn? Wir wollen das Tor aufmachen, nicht zu. Das Tor ist auf! Was ist los? Da waren noch mehr. Es gibt kein Zurück. Wir sind zu nah dran. Was, wenn nichts in der Kapelle ist? Versprich mir, dass wir zurück zu Mama und Lukas gehen. Verplemperte Zeit. Ja, versprochen. Na gut, klingt vernünftig. Was ist hier passiert? Warum sind hier Ratten? Was haben sie getan? Hey, jemand hier? Ich wusste, wir würden die Kontrolle verlieren. Ja! Mann, na los, fress mich! Wo seid ihr denn? Wait? Er hat drum gebeten, oder, Chat? Also... Also, ne, das war doch, also, war das doch. Er auch zufällig? Kleine Mistviecher, beruhigt euch mal. Das waren alle. Jetzt wird es einfacher. Das war leicht übertrieben, oder? So lernen sie. Was? Wie, warum über, also, warum übertrieben? So, jetzt bist du nicht dran? Shit. Ah, warte. Runter da! Los! Verstanden. Hier. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleib dir in meiner Nähe. Sophia, du machst es gut. Okay, jetzt haben wir es doch, oder? Wir sind da. Ich hab Angst. Zusammen schaffen wir es. Jetzt sind wir doch safe. Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Hey. Mach ruhig aus. Oh Gott. Das war jetzt aber ohne Geburt schon wieder. Ey, also wirklich. Nein, ich wusste es. Wie barbarisch. Geschlachtet. Wie Tiere. Warum? Oh, Scheiße. Sie glauben, dass Blut wird. Den Sohn dazu bringen, sie zu mögen. Er würde sie dafür umbringen. Seht mal an der Tür. Das Ordenssymbol. Gehen wir in die Kapelle und verschwinden dann.
Ja, die war auf jeden Fall schneller, aber es ist trotzdem... Endlich. Jojo, schönes Anders. Oh, das ist... der Sohn. Es gibt so viele davon. Die sind ziemlich neu. Wer war das? Milo? Dieses Gemälde. Das sind der Träger und seine Beschützerin. Sie kommt nur auf diesem hier vor. Ja, und? Wurde diese Kapelle ihr gewidmet? Der Beschützerin. Elia war bloß eine Lückenfüllerin. Das war ihre Funktion innerhalb des Ordens. Sie wollten sie bestrafen. Okay. Oh Gott. Was war denn? Also, Blut. Na gut, dann gehen wir mal runter. Sehen wir unten nach. Wo zum Teufel ist Milo? Weiß ich nicht. Elia ist wichtiger. Eine Gruft? Da ist nichts. Bist du sicher? Ja, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht so schön aus. Bisschen duster. Und eine Sackgasse? Oh nein. Beschütze einen, beschütze alle. Das ist von der Beschützerin. Der Orden hat sie hier eingesperrt. Eine schöne Dynastie von Schwachköpfen ist das. Bitte pass auf. Vielleicht ist da eine Spinne drin. Wer weiß, wer weiß. Das, dieses Ding. Schon wieder. Sie ist wütend. Sorgt sich um den Träger. Er ist so jung. Sie will ihn zurück und sie weiß, wohin sie ihn gebracht haben. Erstmal Finger eingeklemmt. Das Heiligtum. Der Palast. Die Festung. Die Karte. Ein Ring. Dorthin brachten sie ihn. Warte. So leicht ist das? Hier so einfach unter der Karte? So einfach. Ihr Vermächtnis ist das. Für die nächste Beschützerin. Sicher. Das ergibt Sinn. Wie auch immer. Ein weiterer Tag in deinem Leben. Gehen wir zurück zur Karte. Ich hoffe, wir könnten das noch... Wir wissen immer noch nicht, wo Milo ist. Naja, sein Werk schien ohnehin vollendet zu sein. Okay, also jetzt sind wir wieder hier. Aber... Alter! Was zur Hölle macht sie da drin? Dieser Ort ist heilig! Nein! Du? Was? Wie? Was? Du hast meinen Ruf erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Nein! Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Dina. Sag mir nicht, was ich brauche! Okay. Du bist die... vom Gemälde. Was? Nein. Sie. Wie vom Gemälde. Sag nichts.
Sophia regelt, so sieht's aus. Sie haben Milo getötet! Na toll, sie kommen. Versteckt euch! Pass auf Hugo auf! Sie haben Milo abgeschlachtet! Nee, warte! Wir brauchen jeden einzelnen Mann! Tötet das Mädchen! Los! Siehst du einen Ausweg, Sophia? Du hältst uns jetzt nicht auf! Okay. Wait. Krieg ich dich? Bleib ruhig. Okay. Ich krieg dich nach unten. Haben wir. Das wird böse enden, Amicia. Oh Gott, da ist noch einer. Dann finde heraus, wo. Amicia, lass mich helfen. Nein, du bleibst hier. Beendet das Ritual. Wenn wir ihr Blut vergießen, belohnt uns der Sohn vielleicht. Zurück, sonst seid ihr tot. Rettet das Mädchen. Fast geschafft. Jetzt nicht nachlassen. Lass uns gehen. Wir können es beenden. Sie hören dir nicht zu. Sie sind zu dumm. Ihr werdet alle sterben! Beruhige dich, Hugo! Sophia, bitte! Bleib unten, Hugo! Lass mich ihr helfen! Ich kann sie auch töten! Hugo, sieh mal! Gott, er hält nicht durch! Ich muss es schnell beenden! Es sind so viele, lass mich helfen! Wir kommen hier nicht raus! Es ist zu gefährlich, Amicia! Lass mich kämpfen! Hugo, ich warne dich! Hör auf damit! Du sagst mir gar nichts! Oh Gott, da ist ja noch einer. Es kommen immer mehr. Ich kann sie aufhalten, Amicia. Du machst gar nichts, Kleiner. Ich beende das, Hugo. Verstanden? Ich muss... Kurz Pause. Nein, ich werde nicht müde. Pass sie nicht an. Oh Gott, ich hab Leck gehabt. Gar nicht so gut. Steht da mal auf. Was ist hier... Wait. Warum ist denn, warum leckt denn das jetzt alles hier? Nein, geh zurück! Ich muss sie töten! Sie sind schon zurück! Wird alles einstürzen! Wir müssen hier bei Amicia! Los, hierher! Erstmal bin ich hier. Schnell zum Meer! Okay. Aber jetzt sind wir ja wieder geflohen. Also, hätten wir nicht auf der Insel bleiben sollen wegen dem... für den kleinen Mann? Dieser blöde Ort sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Ja. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Das nicht. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts.
Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören. Klar? Und du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Sie ist aber noch nicht erwachsen. Wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht so laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Eieieiei. Eine wilde Geschichte.